Liebe Community, ich muss einfach mal Danke sagen. Es ist so unglaublich cool, was in meinem letzten Video abgegangen ist, wie viele Kommentare hier zum Thema Rasensprenger, wie viele Kommentare ihr zum Thema Rasensprenger abgegeben habt. Das war der absolute Wahnsinn. Vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Thema Rasensprenger so einschlägt, dass dieses Thema Poa Anua so ein irres Thema ist. Ey, das Thema Poa Anua, das müssen wir mal richtig ausbauen. Das ist so ein Drama. Das Thema Queke ist super gewesen. Ich habe jetzt endlich eine Idee, wie ich meine Queke loswerde. Ausstechen, Rollrasen drauf, zack. Danke euch. Ihr seid klasse. Ich finde das total cool. Hallo liebe Spittelmeer-Freaks. Ich stehe vor einer wirklich schweren Entscheidung. Ich denke hier ständig hin und her. Was soll ich tun? Soll ich den Rahmen freilegen? Soll ich noch alle anderen Teile abbauen? Die ganzen Hydraulikleitungen? Den Motor rausziehen? Soll ich es tun oder nicht? Ey, ich quäl mich hier hin und her. Oh Mann, ey. Da steht er. Da steht der Toro. Was denkt ihr? All in? Ich würde ja gerne einfach den Motor mal freilegen, um ihn mal richtig sauber zu machen. Oh, ist das jetzt noch viel oder nicht viel? Ist es schnell gemacht oder nicht? Bleibt dran, ihr werdet es erfahren. Freaks, wie ihr gesehen habt, ich habe den Motor rausgezogen. Leider war das Mikro nicht an, aber das mache ich jetzt nicht nochmal. Ja, hier ist die Maschine. Ich habe mir extra noch ein Rollbrett dafür gekauft. Und das sieht doch super aus. Sie ist nämlich so dreckig. Wahnsinn, ey. Ey. Das ist ein bisschen sehr verrückt. Aber was soll das? Jetzt einmal den Rahmen neu lackieren und dann schön wieder neu aufbauen. So, ich will jetzt hier die Lenkung ausbauen. Da habe ich hier drei Schrauben und das sind englische Imbusschrauben. 5,5 oder 5,4 oder sowas. 3/3/36 oder irgendwas. Jetzt habe ich mir hier einen alten Imbus auf 5,4 abgeschliffen und ihn reingehauen. Zwei habe ich schon locker und die dritte, die will nicht. Komm! Ah ja! Oh! Oh! Geil! Oh! Ha. Junge, Junge, Junge. Und dann kann ich, also jetzt ein Fünfer, der. Cool. Oh Mann, ey. Jetzt ziehe ich hier die ganzen Schläuche raus. Die ganzen Hydraulikzeug, die werden jetzt hier durch das Rohr rausgezogen. Oh, die ist noch ein bisschen fest. Aber nicht so schlimm. Na. Ja. Die ist ein bisschen rostig. Da. Ich
lockert sich schon. Das ist wirklich eine verrückte Sache bei dem Toro. Der hat sowohl metrische wie auch Zollschrauben. So. Habe ich gedacht. Maschinen. Oh ja. Ich gehe die jetzt alle durch. Yes! Coole Sache, ja! So, jetzt raus der Schlauch. Uah. Ach, Schmieds. So, Freaks. Ich muss noch jetzt diese beiden Verbindungen lösen und dann kann ich den ganzen Block rausnehmen. Die noch abmachen, kann ich auch schon mal lösen. Aha. Gut. Gedacht. Ja! Boah, ist das schwer. Oh! So, Freaks. Ich bin sowas von alle. Jetzt bauen wir noch hinten die Lenkung ab. Obwohl ich überlege, das dran zu lassen. Also kommt noch dieses Lenkgetriebe ab. Das habe ich schon mal runtergemacht. So. Hämmerchen. Ist auch einfach. Gleich haben wir es. Zack, raus mit dem Lenkgetriebe. Oh ja. Zack, das ging einfach. Projekt des Jahrhunderts! Wir finishen! Letzten Meter, Freaks! Die letzten Meter, Schatz! Was ist cool? Das ist sowas von am Ende. Wenn es mal irgendeinen gibt, der das auch schon mal gemacht hat, der soll sich mal melden. Ob irgendjemand schon mal Toro Greens Masters komplett zerlegt hat. Ich glaube, da gibt es noch keinen. Das macht kein Mensch. Niemand macht das. Unglaublich. Ups. Ach, guck mal, wie von alleine. ...2006 zusammengeschraubt.
Oh, das war knapp. Oh yeah. Wisst ihr was, Freaks? Das ist einfach nur geil. So, jetzt habe ich den hier noch komplett auseinandergenommen. Unfassbar. So, Freaks, ich hab's geschafft. Hier. Hier. Komplett zerlegt. Komplett zerlegt. Meine neue Batteriewanne. Da war ich total im Flow. Wisst ihr noch, die rostigen Teile, die darunter gefallen sind? Hat man die Batterie drauf gestanden. Das ist eine fette Metallplatte. Da ist die neue Batteriewanne. Cool. Hammer. Hey Freaks, da war ich so dermaßen im Flow bei dieser Batteriewanne. Da hab ich, das ging ja wie von selbst. Also, das war echt cool. Ich bin zwar völlig dreckig jetzt, aber es ist so egal. Mann, ich hab's geschafft. Jetzt kann ich die Werkstatt aufräumen. Guckt euch mal die ganzen Teile an hier. Der Dieseltank, der Luftfilter, die Räder. Da die Teile zum Lackieren. Hier, Freaks. Die ganzen Hydraulikteile. Unglaublich. Der Elektrikkabelbaum. Hier die ganzen Flüssigkeiten. Da hinten das riesige Fass mit dem Hydrauliköl. Unglaublich. Oh, krasses Pferd, ey. Mann, das habe ich auch noch gemacht hier, richtig. Weil diese Buchse völlig ausgeschlagen war, auf beiden Seiten die Ringe eingeschweißt. Oh, krass. Ich habe alles zerlegt. Ich kann erst den Rahmen zum Lackieren bringen, Freaks. Das war's für heute. Ich habe mich völlig verausgabt. Aber coole Sache. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Spindelmäher, Rasenmäher. Bastelfreak, Andreas Kraus. Yes! Wollt ihr die von selbst? Nicht so weit, dann. Der Quatsch jetzt. Ablassen. Runter. Seitlich draufstellen mit der Ecke. So. Und dann rein. Warte. Bisschen rüberschieben. Schieb doch mal. Das war's jetzt endgültig. Jetzt ist Schluss. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Euer Rasenfreak.